Hallo meine Lieben, hier ist die Toni mit einer Legung für euch. Na, genießt ihr alle euren freien Tag? Also alle, die den freien Tag haben. Es gibt auch heute wieder Menschen, die arbeiten müssen. Denen sagen wir mal Dankeschön. So ihr Lieben, wir schauen hier heute mit dem Botticelli Tarot von Alexandro Altanossov mit der freundlichen Genehmigung von Los Carabeo. Schauen wir heute rein. Was dürfen wir heute wissen? Wir machen eine Neunerlegung. Wir schauen mal das Herzblatt an. Die Karte, die in der Mitte liegt, ne? Ist hier heute mal die Überschrift für dein Thema. Ich bin gespannt, was hierbei rauskommt. Ich bedanke mich natürlich wie immer ganz, ganz herzlich bei euch allen für eure Likes, für die neuen Abos, für die Mitgliedschaften, für eure lieben E-Mails und Kommentare. Und natürlich auch für die Wertschätzung, die bei mir eingehen. Ganz herzlichen Dank dafür. So, ihr Lieben, ihr schaut, ob ihr in Resonanz geht oder nicht. Ne? Ihr müsst so eine Legung immer so betrachten, dass ihr einfach mal so reflektiert reingeht, ne? Auch in euer Thema. Gibt es irgendwas, was euch antriggert? Gibt es Dinge oder Inputs, die euch vielleicht weiterhelfen können? Ne? Dafür ist so eine Legung immer da und wirklich auch ja, ein gutes Werkzeug sein. Ne? So, ihr Lieben, wir schauen mal. Was ist denn hier heute das Thema? Was dürfen wir wissen? Um was geht's heute? Welche Energy haben wir hier in der Mitte? Oh, wir haben das Gericht. Es geht hier also um eine Befreiung, vielleicht um einen Loslassprozess. Es geht aber auch um eine Offenbarung, ja. Und ja, es kann sein, dass hier etwas Vergangenes noch einmal hochkommt, ja. Und in eine Erneuerung geht. Ja, hier kann etwas nochmal hochkommen bei dir. Das können Verbindungen sein, ja, alte Themen, vielleicht hast du Schattenarbeit gemacht. Na, hier kommt vielleicht auch ein Geheimnis ans Licht. Das ist sehr, sehr spannend. Etwas wird dir offenbart, kommt mir gerade rein. Ne? Na, dann schauen wir doch mal. Das ist doch schon mal ein sehr vielversprechender Anfang hier. Hm? Oh, wir haben die 7 der Kelche. Mhm. So eine kleine Traumwelt. Vielleicht bist du momentan so ein bisschen so ein kleines Träumerlein, ne? Träumst von Liebe vielleicht, ne? Du bist so ein bisschen in deiner Traumwelt unterwegs, ne? Hast sehr viel Fantasie. Vielleicht liegst du gerade in deinem Garten auf deiner kleinen Schaukel. Wie heißt das denn? Ach, helf mir schnell. Die Hollywood-Schaukel meine ich. Nicht auf deiner Schaukel, auf deiner Hollywood-Schaukel. Und träumst. Du gibst dich so deinen Träumen so ein bisschen hin, ne? Wir schauen mal weiter. So eine Verliebtheitsenergie, ne? Man schwärmt so ein bisschen, man träumt sich an einen Ort zu einer Person, ne? Man sieht sie auch so schön. Der Engel nimmt sie da mit, ne? Auf die Reise ins Träumeland. Mhm. Oh, die 3 der Münzen. Du bist nicht allein damit. Es gibt noch eine andere Person. Ja, die 3 der Münzen ist eine Karte, die spricht davon, ja, es ist so eine Teamwork-Karte. Ich kann das Wort schon nicht mehr hören, aber es ist eine Karte, die davon spricht, dass hier zwei Personen, mindestens zwei zusammen an etwas arbeiten, an etwas beteiligt sind. Ja, man will hier vorwärts gehen. Die 3 der Münzen steht auch dafür, dass sich etwas festigt, ne? Weil man an etwas arbeitet. Man ist hier gemeinsam daran, etwas sich etwas aufzubauen. Mal schauen, wie die Karten hier alle miteinander gleich sprechen. Und die 9 der Stäbe. In diesem Deck ist die 9 der Stäbe eine schöne Karte. Ja? Hier sieht es gar nicht so sehr aus nach Abgrenzung. Ne? Könnte man so meinen, aber natürlich sind dort hinten die 9 der Stäbe. Die haben da so eine, wie so eine Palisade, so ein Zäunchen aufgebaut, ne? Wo man dahinter recht sicher mit seinem weißen Ross dahinschreiten kann. Ne? Aber die 9 der Stäbe, die steht, das ist auch so eine Karte, die steht so ein bisschen von, hier ist man aus Erfahrung vorsichtig. Ja, man geht nur vorsichtig voran. Ja, das ist auch die Karte, von der man sagt, sie steht für den müden Krieger. Also hier betreibt man so ein bisschen Selbstschutz. Ne? Man möchte sich hier vielleicht gerne hinreißen lassen, tut das auch. Es sind 2 Personen, ich nehme an, du und dein Gegenüber. Und trotz alledem ist man hier so ganz ein bisschen vorsichtig. Man hat sich hier wohl schon mal die Fingerchen verbrannt, ne? Und man will jetzt hier lieber ein bisschen langsamer vorwärts schreiten in dieser Verbindung.
Ach, schau mal eine an. Dann haben wir hier die 8 der Münzen. Also hier ist man schon dabei, voller Eifer an etwas zu arbeiten. Na? Die Karte kann auch wirklich tatsächlich für eine Tätigkeit, für einen Beruf, für eine Berufung stehen, für ein Hobby stehen. Es gibt also etwas, mit dem du dich hier fest beschäftigst, ja? Und zwar sehr hingebungsvoll. Natürlich, wenn wir das jetzt hier auf diese Verbindung hier, auf diese Verbindung projizieren, dann heißt das, dass man hier bereit ist, an dieser Verbindung hier zu arbeiten. Dafür steht ja auch so ein bisschen die drei der Münzen. Ne? Das ist auch eine Tätigkeit, die man zusammen, wo man zusammen an etwas arbeitet, um vielleicht eine Beziehung zu festigen, eine Verbindung wachsen zu lassen. Ne? Aha, und dann haben wir hier den Knaben, den Buben der Schwerter. Man lässt sich hier schon so einiges einfallen. Ja? Man hat hier, jemandem ist hier was bewusst geworden. Hier hat man so einen Aha-Moment. Und jetzt ist man hier so ein bisschen dabei zu überlegen, wie kann ich es denn machen? Hier will jemand lernen, vielleicht auch lernen zu arbeiten. Auf jeden Fall ist der Knabe der Schwerter, die kleine Hofkarte. Das ist so einer, der hat schon so eine Idee. Dem ist hier schon was eingefallen, aber er weiß noch nicht so richtig, wie er es machen soll. Er ist außerdem, er liegt jetzt hier auch unter den 9 der Stäben, versucht sich hier jemand emotional so ein bisschen zu distanzieren. Ne? Man schaut zwar und beobachtet hier eine Situation, aber auch mit den 9 der Stäben darüber, man hält sich hier so ein bisschen zurück, weil man sich hier schon mal die Finger verbrannt hat. Ne? Man hat sich hier schon mal eine blutige Nase geholt. Nichtsdestotrotz kann man nicht umhin, hier so ein bisschen zu träumen voneinander. Also ich nehme hier so wahr, dieser Weckruf, dieses etwas Vergangenes kommt nochmal hoch, ne, an dem man gerne arbeiten möchte, das hat einen hier so ein bisschen in so eine Träumerei und Tagträumerei gezogen. Ne, hier vielleicht dein Gegenüber oder du dein Gegenüber, ja. Und es ist auch schön und beide sind hier so ein bisschen dran und dann plötzlich denken wir, ah, Vorsicht, Vorsicht, wir haben hier schon mal, stopp, stopp. Weil hier möchte man schon dran arbeiten, ja, man möchte schon Zeit investieren, ne? Vielleicht kommunizieren. Und dann kommt hier wirklich das Gericht, so ein Aha-Moment, eine Offenbarung, plötzlich ein Weckruf. Ha, stopp, erstmal schauen, wo die Sache hingeht. Also hier, hier will jemand vorsichtig sein. Ja, jemand hält sich hier stark zurück, weil man irgendwie Angst hat, sich hier nochmal die Fingerchen zu verbrennen an dir oder du an deinem Gegenüber. Aber, was haben wir denn noch? Ja, die 4 der Kelche. Kann man das sehen? Ja, man kann es sehen. Ja, die 4 der Kelche ist so eine Karte, man hat nicht so richtig Böcke, sage ich mal, ne? Ach, man weiß nicht so richtig, soll ich jetzt nicht? Ach, eigentlich habe ich alles, ja, weiß auch nicht so richtig. So eine Energie ist das, ja. Ich nehme hier jetzt ganz klar wahr, dass hier jemand, ja, das Gefühl hat, das, was wir hier tun, das führt zu nichts, das ist eine Illusion. Darum will sich hier vielleicht jemand ein bisschen wirklich zurücknehmen, zurückziehen oder sagen, boah, den Kelch brauche ich nicht, was ist in dem Kelch? Das ist alles nur eine Illusion. Wir können es hier mit den 8 der Münzen gar nicht schaffen, diese Verbindung zu festigen. Das wird einem hier vielleicht klar, ja. Plötzlich, also hier ging man vielleicht in die Vollen mit den 8 der Münzen, zack, alles rein in den Top, ne? Und dann kommt hier das große Erwachen und man denkt, oje, oje. Ich erinnere mich noch, ich habe mir hier schon mal die Finger verbrannt. Soll ich hier wirklich noch mal Zeit investieren? Oder geht das nicht gut? Und man entscheidet sich hier wahrscheinlich, wir gucken weiter, aber so ein bisschen dazu zu sagen, ich lasse den Kelch an mir vorübergehen. Ja, auch wenn Gefühle da sind. Aber ja, nee, so eine Energie ist das. Man weiß nicht so richtig. Aha. Da ist er, der König der Stäbe. Ja, man empfindet hier schon eine Menge Leidenschaft, ne? Und der König der Stäbe ist auch so ein Macher, ne? Wenn der was will, dann setzt er um. Das ist jemand, der geht gerne nach draußen, der hat unheimlich Charisma, der hat eine unheimliche erotische Ausstrahlung. Das ist so ein Fröhlicher, der kann Massen unterhalten, ne? Wenn der in den Raum kommt,
Na, der lebt, ist ein Lebemann. Ich sag's mal so, der Feuerkönig. Ja, und der geht natürlich in die Aktion auch, ne? Ja. Ihm wird hier aber auch bewusst, dass man hier zusammen an etwas arbeiten kann, ne? An dieser Verbindung. Das ist sehr, sehr spannend hier heute. Ui, was haben wir? Ach, die 5 der Stäbe. Ich sehe, wovor hier jemand so ein bisschen Bammel hat. Das ist die Karte hier, die steht immer so für mich so ein bisschen für Drama. Das ist so Drama und ein bisschen Streit und ein bisschen Stress und ach, ja, und das ist das, wovor man sich hier so ein bisschen, ja, man nimmt sich hier zurück. Man will nichts Falsches sagen, man hat hier eigentlich keine Lust auf, wie soll ich sagen, man hat hier keine Lust auf so ein, ja, auf Drama. Das ist für mich die Karte, die für Drama steht, ne? Deutet auch wieder jeder Kartenleger ein bisschen anders, aber im Grunde genommen ist es so eine Karte von einem, ja, man reibt sich aneinander. Ja, das ist kein schlimmer Streit. Das ist eher so ein bisschen ein Konflikt auch, ne? Ja, und da schaut jemand drauf und denkt, oh nee, das hatten wir schon mal. Ey, will ich das echt nochmal? Ne? So in der Art ist das. Macht es hier wirklich Sinn? Ja? Aha, okay. Ja, er hat hier die 4 der Kelche und die 5 der Stäbe. Er hat hier vielleicht, er nimmt den Kelch nicht oder er hat Angst hier, dass du den Kelch vielleicht auch gar nicht nimmst. Die 5 der Stäbe, das können auch mehrere Personen sein, die hier so involviert sind. Guck mal. Und am Ende sitzt du ganz alleine da. Ne? Mhm. Was haben wir denn hier noch? Die 8 der Kelche. Aha. Entscheidet sich hier eben womöglich jemand. Noch mal ein bisschen weiter schauen hier. Was haben wir denn hier? Also unterm Deck würde ich sagen, dass sich hier jemand auf den Weg macht. Jemand lässt etwas zurück, was einem eigentlich, ja, ich sag mal, viel bedeutet. Ne? Man will hier aufbrechen, weiterziehen. Ja. Hier steht auf alle Fälle auch eine Kommunikation an. Ich weiß nicht so richtig. Hier haben wir noch die Welt. Also hier ist noch nicht... Hier ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, sage ich mal, ne? Aber sieht mir so aus, als ob hier jemand gerade so ein bisschen den Schwanz einzieht. Ne? Als ob hier jemand so denkt, oh nee, das hatten wir schon mal, hat so nichts geführt. Ich will nicht nur, das liegt hier ganz klar, hier will nicht jemand einfach nur so ein, in einer Illusion, also quasi Zeit investieren in etwas, was nicht lebbar ist. Da möchte hier jemand nicht reingehen, ganz klar. Jemand wird hier aber klar, ihm ist ja hier etwas bewusst geworden, ne, dass man das gemeinsam schaffen kann. Ja? Nur zeigt er hier auf, nee, eigentlich, da wird eh nichts draus. Ich will hier gar keine Energie weiter reinstecken. Ne? Und es gibt hier nur wieder Drama und Theater und am Ende sitze ich alleine da. Ne? Das ist hier so ein bisschen so eine Energie, die ich hier wahrnehmen kann. Was machen wir denn da? Da legen wir doch noch mal 3 Kipperkarten rauf. Alle verwendeten Kartendecks findet ihr in der Infobox. Ihr lieben Seelen, können wir hier noch einen Hinweis haben zu diesem König, der hier in deinen, ist übrigens nah bei dir, ne? Sonst würde er sich hier nicht in deinem Kartenblatt zeigen. Upala. Also hier denkt jemand schon darüber nach, ob hier die Lösung des Ganzen vielleicht wäre, gemeinsam an dieser Verbindung zu arbeiten. Was ihn zurückhält, haben wir gerade schon besprochen. Ne? Es kratzt jemand an der Tür, ihr hört es. Und ich sagte gerade, er ist hier ganz nah bei dir. Eine Veränderung. Das kann ein Umzug sein, eine Reise oder einfach eine Veränderung. Hier findet eine Veränderung statt. In der Energy, ich merke es gerade. Ich bin gespannt. Die falsche Person, ja, jemand möchte hier... Also die falsche Person, die kann stehen für negative Energien, für ein falsches Verhalten, für einen falschen Ort, an dem man sich befindet oder wirklich tatsächlich für eine falsche Person. Das ist eine Überraschung, ne? Die Hauptperson. Womöglich
Das klären wir jetzt ab. Hier findet eine große Veränderung statt in dieser Verbindung. Hier mit diesem Aha-Moment. Wir haben das Gericht hier, das ist ein Weckruf. Hier wird einem etwas bewusst, ja? Und hier haben wir jetzt halt einfach die Karten, eine Veränderung stindet fatt, ne? Die falsche Person haben wir hier noch und die Hauptperson. Entweder, wir gehen da jetzt mal rein, das macht mich ein bisschen nervös. Entweder denkst du, für mich war es das ja eigentlich, ja. Vielleicht willst du, es ist ja dein Kartenblatt, ne? Aber er liegt drin. Das heißt, wartet mal kurz. Er hat sich hier direkt in dein Kartenblatt gelegt. Über ihm haben wir diesen Aha-Moment, diesen Weckruf und die drei der Münzen. Hier will jemand versuchen, dran zu arbeiten. Es sind deine Karten, ja. Dürfen wir nicht vergessen, Frau Toni, ja. Wir haben hier oben so diese Träumerei. Hier so ein bisschen Geplänkel wieder, ne, ein bisschen. Und dann, stopp, ich gehe da nicht zu tief rein. Das kannst auch du sein. Wir haben hier die vier der Kelche, ihn, ne, unser Faultier hier unten, der Feuer unterm Arsch hat jetzt. Und die fünf der, vielleicht bist du das auch, guck mal hier. Etwas in dir hat sich vielleicht auch geändert. Ja, guck mal, du drehst dich weg. Ich nehme das ganz klar so wahr hier. Für dich hat sich hier etwas geändert. Vielleicht, boah. Hast du vielleicht gar keine Ambition mehr hier mit diesem Menschen, auf den wir hier schauen und dann bist du das hier, mein Hase. Die sich hier auf den Weg macht und sagt, boah, eigentlich will ich das nicht mehr. Eigentlich nicht. Hä? Ach, guck mal einer an. Es bleibt wieder spannend bis zum Schluss, ne? Ein langer Weg. Es hat sehr lang gedauert, bis sich hier etwas verändert hat. Es hat dir vielleicht zu lang gedauert, bis hier jemand klar geworden ist. Ach, ich melde mich nochmal. Ach, die texte ich jetzt mal ordentlich zu. Mal gucken, was passiert. Ja, ui. Er ist die falsche Person. Was? Also, Gott sei Dank wollte Frau Toni heute in die Karten schauen. Er hat es heute Morgen, so ist es grundsätzlich, wenn es irgendwas Wichtiges, wenn wirklich eine fette Legung kommt, dann weiß ich morgens, mir juckt es in den Fingern. Den ganzen Tag, bis ich dann endlich Zeit habe, mich hinzusetzen für euch. Ich sagte gerade, vielleicht hat die etwas zu lange gedauert. Guck mal, jetzt liegt hier ein langer Weg, die Hauptperson und ein angenehmer Brief. Hier hat sich jemand unheimlich viel Zeit gelassen. Und währenddessen hat sich was in dir verändert, ne? Man könnte auch sagen, es hat dir hier einfach zu lange gedauert, ne? Hier. Du bist hier mit den neun der Stäben unterwegs. Du hast dir schon oft die Finger verbrannt und hast jetzt einfach eine Abwehrhaltung so ein bisschen. Du hast deine Erfahrungen hier gemacht. Ja? Du gehst hier so ein bisschen auf Distanz und wehrst das auch so ein bisschen ab. Er ist nicht der Richtige, um hier etwas zu bearbeiten. Das kann auch sein, wirklich Arbeit, ne? Ein Arbeitsthema sein, dass da irgendeine falsche Situation ist. Was haben wir noch? Guck mal hier, wacht jemand auf. Boah, wir haben hier die Illusionen, die Tagträumereien und die Veränderungen. Hier wacht jemand auf. Schätzelein, das bist du. Hier, du liegst da oben im Kartenblatt ganz oben. Das heißt, dir ist etwas bewusst geworden. Du liegst oben und ihm ist auch etwas bewusst geworden. Er liegt hier auf dem Gericht. Er ist wachgerüttelt worden. Kommt da jetzt? Und du sagst, boah, ich weiß nicht, das wäre eigentlich falsch. Ich will hier nicht mehr investieren in diese Verbindung. Ja, lang hat es gedauert, ja. Und jetzt kommt er und will hier an was arbeiten. Auch eine Distanz generell zwischen euch kann hier kann hier vorhanden sein. Ne? Hier ist der angenehme Brief. Er überlegt das schon. Er hat den vielleicht schon geschrieben, aber nicht abgeschickt, weil der Page nicht, der geht nicht in die Handlung. Ne? Also nicht hier. Wenn er sich dann weiterentwickelt, dann wird er nachher irgendwann wütend und sehr, sehr schnell als Ritter. Ne? Aber der hier unternimmt ja nichts. Das ist eine Energie und ein Impuls. Und der Impuls bei ihm ist ganz klar da, hier in die Kommunikation zu gehen. Ne?
Aha. Ist ja wieder sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Er liegt hier mittendrin in deinem Blatt. Ihr liegt beide drin. Das ist ja also. Huch. Ein reiches Mädchen. Du brauchst sie nicht mehr. Das bist du hier. Du bist in der Fülle. Hier. Du bist in deiner Fülle und sagst, boah, Blümchen kann ich mir auch selber kaufen. Ja, muss ich nicht warten. Du bist absolut in deiner Fülle. Reiches Mädchen, das heißt für mich ganz klar die Fülle. Du kümmerst dich um dich selbst, ne? Du gehst vielleicht zum Friseur, lässt dir die Fingernägelchen machen. Keine Ahnung, gehst zum Sport. Du fühlst, du bist voll in deiner Fülle und du hast gar kein Bedürfnis mehr, unbedingt hier einen Kelch zu haben. Aber wir schauen weiter. Es kann auch sein, dass er kein Interesse hat an einer jüngeren Person, ne? Da müssen wir mal schauen, jetzt was hier noch kommt. Also ich bin jetzt sehr, sehr gespannt. Das liebe ich ja schon wieder. Ein Geschenk bekommen. Das ist das, was ihm. Moment. Es kann sein, dass du für diesen Menschen hier wie ein Geschenk bist. Da müssen wir auch noch mal rein. Ich muss erstmal noch die fünf. Da gehen wir jetzt mal schön rein. Was haben wir hier? Das Wohnzimmer. Ui. Hier hat vielleicht jemand. Traurige Nachricht. Okay. Und ein reicher, guter Herr. Und oh, die Krankheit. Das Wohnzimmer ist etwas, was sehr nah ist, was kurz bevorsteht, was sehr nah ist. Es ist aber auch die Seele. Also hier ist auch jemand im Konflikt, vielleicht in seinem nahen Umfeld. Es passt tatsächlich ein bisschen auf die Legung von gestern. Womöglich, mein Liebling, ist hier tatsächlich noch eine andere Person, muss keine Frau, Freundin, Lebensgefährtin sein, kann tatsächlich einfach eine Bekannte, eine Schwester, eine Mutter, nein, eine Mutter nicht, aber jemand sein, der sich hier so ein bisschen reinmischt, ne? Eine blonde, junge Dame, ne? Das könnte hier durchaus sein. So. Er hat hier vielleicht einen Konflikt in seinem direkten Umfeld, ne? Diese Kommunikation, die hier vielleicht ein bisschen aufwühlend sein könnte, was ich hier wahrnehme, die steht hier kurz bevor. Ja? Mit dem Wohnzimmer ist wieder so ein Zeichen, hier ist etwas schon sehr nah. Ja, hier ist also schon Kommunikation auf dem Weg zu dir. Das könnte allerdings eine Kommunikation sein, die hier vielleicht so ein bisschen, na, wie sage ich, wie sage ich es denn, wie sage ich es denn? Es könnte ein bisschen für Reibereien sorgen, so sage ich es. So. Ich muss es nochmal sagen, ich habe hier die falsche Person, ihn und hier unten das reiche Mädchen. Ich habe wirklich das Gefühl, sie liegt auch noch auf den drei der Münzen, also du drehst dich hier weg, ne? Du guckst hier raus. Du guckst hier aus dem Kartenblatt raus. Also für dich ist, und du liegst auch noch oben rechts, also für dich ist das hier eigentlich, ja, nicht der Drops ist, sie lutscht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, guck mal, wenn ich dich jetzt hier rausnehme, die hier schon alles einmal gegeben hat, ne? Wir stellen dich mal hier an den lieben Bertil hin, ne? Dann ist noch er da. Und da schauen wir jetzt mal drauf. Er hat hier eine falsche Person in seiner Umgebung, ja? Es könnte sein, dass er ein Arbeitsthema hat. Es ist sehr, sehr spannend. Mit dem Geschenk bekommen, ja? Muss ich mal reinschauen. Hier ist etwas nicht richtig an der Art und Weise. Ja, hier hat etwas einfach viel zu lange gedauert. Ne? Ich sage ja, der Page, der geht ja nicht in die Handlung. Ne? Das ist so ein Impuls, den man hat. Ja, der beobachtet, ist auch ein bisschen die Stalker-Karte vielleicht. Ja, kann also sein, dass er einfach nur kurz mal reagiert auf dem, ich sag mal, auf dem Status von dir oder irgend sowas in der Art. Ja, aber guck mal, er steht hier, das hat er vor. Er hat hier was vor,
mit dem Geschenk und auch mit dem Brief. Die Karten liegen direkt um ihn herum. Er hat sich hier mitten in die Karten gelegt. Also was ihm hier bewusst ist, dass er hier vielleicht falsch vorgegangen ist. Er ist hier falsch vorgegangen damals. Ich meine, sonst würdest du dich auch nicht wegdrehen und mit den Neun der Stäben so eine Abwehrhaltung haben und sagen, oh, Moment mal, ich drehe mich erstmal raus. Ne? Das kann eine falsche Kommunikation sein. Ja. Guck mal, er steht da in der Tür mit Blumen und du hast aber schon Fische. Du hast die Vase in der Hand, ne? Also das Aquarium mit den Fischen, das sind die Gefühle, ne? Und er steht da mit den Blumen und will dir die bringen. Er geht hier aber irgendwie falsch vor. Er macht hier irgendwie einen falschen Fehler, mein Hase. Oder hat er schon? Und mit dem langen Weg und den 8 der Münzen ist das hier für mich so ein oh. Ewig lange braucht der, um hier eben in die Kommunikation zu kommen. Ja, da kommt und wenn kommt nur so ein bisschen und Vielleicht ist er auch ein bisschen eingeschüchtert, ne? Also, das reiche Mädchen das Geschenk bekommen. Also, es steht hier schon kurz bevor. Das passt schon mit der gestrigen Legung. Aber ich, also hier ist jetzt wirklich so ein bisschen. Guck mal, wie du guckst. Guck mal, wie du guckst. Da gibt er dir die Blumen, da hat er sie. Guck. Er hätte sich auch mal die Haare kämmen können, ne? Da hat er die Blumen. Dann kriegst du die und guck mal, wie du guckst. Du hast ein bisschen rote Bäckchen, also es schmeichelt dir schon. Aber der Gesichtsausdruck, der ist doch jetzt aber wirklich, ne, so ein bisschen. Der Gesichtsausdruck, mein Hase, spiegelt für mich ganz klar die 4 der Kelche wieder. Will ich das noch? Und vielleicht willst du es ja noch, aber, kommt mir jetzt gerade hier rein, die Art und Weise. Wie hier etwas passiert, wie er kommuniziert, wie er auf dich zukommt, gefällt dir nicht. Ja, da kann sein, dass er eine Maske auf hat oder irgendwas. Also vielleicht hat er sich immer noch nicht entblößt, wollte ich gerade sagen, einen Seelenstriptease gemacht und dir gesagt, was los ist. Ne? Also, was ich hier auch noch wahrnehme, und es kommt mir gerade knallhart hier rein, und ich soll es sagen, es kann sein, dass du, mein Hase, hier aufgewacht bist aus einer Illusion und sagst, pff, ja, vielleicht ist der gar kein Geschenk für mich. Eher, ne? Jeder Mensch, der kommt, ist ein Geschenk für uns, ne? Wir lernen, ne? Ihr kennt die Sprüche. Ich habe, also, warte, das ist vielleicht auch dein Erwachen über diesen Menschen. Ich finde es nur sehr, sehr krass, dass er sich hier wirklich mitten in dein Blatt reinlegt und dann noch auf das Gericht. Das ist die Wiederkehr. Eine Erneuerung, also der wandelt sich hier, ne? Der hat vielleicht wirklich erkannt hier, was seine Fehler hier waren. Hier liegt eine Kommunikation. Wir haben hier die traurige Nachricht. Da gehen wir jetzt auch noch mal rein. Das können wir so nicht stehen lassen, auf keinen Fall. Dann nehmen wir doch mal die Gypsy Oracle Cards von Los Garabeo. Tada! Und wen haben wir hier noch? Oh, öffne die Tür zu positiven Wende. Das machen wir. Zeig mir doch mal das Schätzelein da in der Mitte. Also, guck mal. Also, ich finde, ich muss das nochmal ganz kurz sagen. Er ist jetzt hier schon einen sehr, sehr langen Weg gegangen. Ne? Er ist jetzt schon an der 20. Karte im Tarot. Na, beim Gericht. Danach kommt die Welt. Das heißt, dann ist ein ganzer kompletter Zyklus mit diesem Menschen hier abgeschlossen. Dann kann was Neues beginnen. Na? Mit diesem Menschen. Insofern du das willst, einfach in veränderter Form. Na? Also, der hat hier einen Aha-Moment. Guck mal, was er auch hat. Er wacht auf. Hier oben liegst du. Und hier unten liegt ein reiches Mädchen, eine Blonde. Eine blonde Dame, die sich hier ganz schön schnuckelig gemacht hat. Und es kann auch sein, dass ihm bewusst wird, dass er diese Person nicht braucht, nicht will. Die interessiert ihn nicht. Also, weil die 4 der Kelche ist so eine Karte von Desinteresse auch. Und da liegt diese Dame drauf. Und er schaut hier rein, hat dich noch im Kopf und merkt hier vielleicht, es sind verschiedene, das muss ich auch, das ist grundsätzlich so bei so einem Blatt, ne? Es gibt 1000 Geschichten hier zu erzählen. Wir könnten hier 3 Stunden sitzen, ne? Weil
ich schaue ja nicht auf eine Person, sondern ich möchte ja möglichst viel für viele verschiedene Personen von euch herauskriegen. Es kann auch sein, dass er hier zu lange an der falschen Person interessiert war. Er dachte vielleicht, das wäre ein Geschenk, aber was er hier bekommen hat, war eigentlich nur Drama. Auch das liegt hier. Du liegst hier oben. Hier kommt die Veränderung. Er muss hier plötzlich wieder sehr viel an dich denken. Was hast du gemacht mit ihm? Zeig uns mal hier. Wir brauchen more informations, please. Ach, das ist ja. Ah, ist das wieder spannend. Das gefällt der Frau Toni. Oh, der hohe Priester. Also diese Veränderung, die hier ansteht, ja, die ist von oben geführt. Guck dir das mal an. Man wacht hier wirklich auf. Also hier greift die geistige Welt ein. Hier soll was geschehen. Jemand glaubt hier plötzlich etwas zu erkennen, etwas zu wissen. Die falsche Person, ein kleines Kind. Das Kind kann tatsächlich für ein Kind stehen. Ja. Vielleicht hat man sich hier der ein oder andere erhofft, hier mit der falschen Person eine Familie zu gründen. Das kleine Kind steht aber auch für etwas, ja, für etwas, was wachsen muss, um das man sich kümmern muss. Ja, man hat sich hier gekümmert, vielleicht um, ja, eine Dame, die ein Kind hatte, vielleicht, ja, weiß man nicht. Man hat da sehr viel investiert, ja. Vielleicht war man mit der falschen Person hier zusammen und hat sich versucht, was aufzubauen, ne? Schätzelein, bleib ganz ruhig, setz dich hin, wenn du noch nicht sitzt. Es fällt die alte Dame auf dich. The old woman. Aber das, ja, du bist, also die alte Dame, das ist ja was Schönes. Ja, so will Frau Toni übrigens mal aussehen. Ich möchte auch mal weiße, lange Haare haben. Ne? Diese Frau ist sehr, sehr weise. Und wie bist du dorthin gekommen? Wie bist du dorthin gekommen, dass du diese alte, weise Dame geworden bist? Und das ist ja wunderbar. Da sollten wir alle hinkommen. Du hast dir halt einfach sehr, sehr oft die Nase verbrannt. Die Nase verbrannt und die Finger blutig gelaufen. Andersrum. Ja? Du bist weise geworden. Ein kindliches Verhalten hast du abgelehnt. Du drehst dich weg. Du bist jetzt weise. Das war vielleicht naiv. Das ist eine. Ah! Die beiden Karten können auch für eine Naivität stehen. Es war vielleicht naiv, hier zu hoffen, dass hier eine Veränderung stattfindet, ne? Boah, die Karten gehen hier aber heute ganz, wir gehen hier heute ganz tief, ganz, ganz tief rein. Ein langer Weg. Hui, das war ein kurzer Weg. Eine Hochzeit, eine Zusammenkunft, eine Feier, eine Hochzeit, das können die vier der Stäbe sein. Hier hat jemand, hier arbeitet jemand oder hat jemand vor. Ja, das ist hier für mich ein Treffen und hier will man etwas festmachen. Die Hochzeit, muss jetzt nicht unbedingt nur für eine Hochzeit stehen, ne? Ich verbinde die Karte hier immer mit dem Fest und mit dem Segen. Hier oben liegt noch der Priester, dass man hier eine Verbindung auf eine nächsthöhere Stufe hebt, sage ich mal. Das kann hier eine feste Verbindung werden, ne? Hier hat man sehr, sehr lange investiert. In vielleicht eine Ehe auch tatsächlich kann sein, ne? Wir deuten die Karten gleich zusammen. Es wird immer, es ergibt sich hier ein immer wieder spannenderes Bild. Jetzt bin ich gespannt. Was hat er denn? Naja, der wacht hier einfach aus seiner Lebemannzeit so ein bisschen, ne? Ja, was, also ist schon so ein Lebemann gewesen. Und bei den einen oder anderen kann es sein, dass, ja, er war viel unterwegs vielleicht und hat da hier und da sein Späßchen gehabt, ne?
vielleicht auch mit seinen Kumpels viel abgehangen, viel Party vielleicht erlebt, ne? Und dabei ist vielleicht mit einer Person ein Kind entstanden. Möglich, ne? Ihr dürft nicht vergessen, es gucken viele, viele Menschen hier, ne? Und deswegen spricht Frau Toni hier alles an, was die Karten hier raushauen wollen, ne? Es kann auch sein, dass hier eine Dame vielleicht ja in einem gesetzteren Alter ist und vielleicht keine Kinder mehr bekommen kann. Ja. Und die hat sich vielleicht jemand noch Nachwuchs gewünscht. Auch das könnte hier drin liegen tatsächlich, ne? Ja, aber das ist hier ein Lebemann, dem jetzt aber hier bewusst wird, tja, vielleicht wird es hier langsam an der Zeit, in den Hafen der Ehe einzurücken. Vielleicht wird es hier langsam an der Zeit, eine feste Partnerschaft hier aufzubauen oder Verbindung aufzubauen, ne? Ui, 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 ui. Das sind aber, sind hier drei gefallen, dann nehmen wir die auch. Da kenne ich nichts. Oh, wir haben den Witwer. Signale werden dir gesendet. Oh, das darf ich hier gar nicht zeigen. Hier hält sich jemand eine Knarre am Kopf. Jemand vermisst dich hier wirklich sehr. Man gibt dir so kleine Signale. Ja, das ist das doch hier. Das ist hier so ein kleiner Feigling, der nur beobachtet. Ne? Ich sag's jetzt mal so. Also hier hat man schon ein großes Vermissen. Ja. Das kann hier in der Kommunikation eventuell durch nur mini, mini kleine Zeichen kommen. Guck mal, da ist wieder diese Rose. Ja. Achte mal drauf, vielleicht postet der irgendwas mit Rosen. Wir haben jetzt hier so oft die einzelne rote Rose gesehen. Ne? Das ist hier, also hier ist jemand deprimiert, der hat, also dem geht es hier gar nicht gut. Also wirklich gar nicht gut. Vielleicht sieht der auch irgendetwas in deinem Status oder du postest irgendwo was auf irgendeinen von diesen ganzen Kanälen. Das macht den hier fertig. Uiuiui. Und hier ist auch die traurige Nachricht. Du, es kann sein, dass hier wirklich jemand sagt, du, ich kann das nicht mehr. Das kannst du sein. Ja, ich sag's nur. Weil du bist hier gereift, ne? Die alte Dame steht hier einfach dafür, du hast hier etwas gelernt, der Priester hat dir etwas gelernt. Du hast gelernt, es muss sich was verändern. Du hast zu dir selber vielleicht gesagt, Schätzelein, das ist hier eine Illusion, ich will mich nicht hier drin verlieren, das muss sich ändern. Und du bist hier wirklich in den starken Glauben gegangen. Du bist hier auch geführt worden, ne? Der hohe Priester, also Priester, der steht dafür, dass du hier was gelernt hast. Vielleicht bist du zurückgegangen in deine feste Verbindung. Es hat sehr lange gedauert, ja? Also hier war jemand schon ein ganz schöner Lebemann, das sage ich dir. Er hat hier auch versucht, mit einer anderen Person was aufzubauen, ne? Das ist dir alles hier nicht. So, jetzt gucken wir mal. Was haben wir hier? Das Sweetheart. Das reiche Mädchen ist das Sweetheart. Gestern warst du das Sweetheart. Deswegen kann das durchaus sein, dass du das hier bist, ne? Dann bist du das, die hier diesen Kelch nicht mehr will. Vielleicht, weil du hier in einer. Du, hier liegt auch. Ach, jetzt, langsam, Frau Toni, langsam. Es kommen so viele Informationen durch. Es kann auch sein, dass du beruflich hier Jobwechsel oder weil du jemanden kennengelernt hast, umziehst. Du willst heiraten, du ziehst weiter weg. Du unterschreibst einen Arbeitsvertrag in einem anderen Land. Irgendetwas in der Art. Wir haben hier was mit dem Vertrag zu liegen. Ja. Du bist hier sein Sweetheart, aber das Sweetheart will nicht mehr. Oder du hast nicht mehr das gleiche Interesse wie früher, weil du hier ja krass beschäftigt mit deinem eigenen Leben bist, ne? So, was ist denn das hier für ein Geschenk? Jetzt bin ich aber gespannt. Was ist es? Oh, Glück, die Zukunft. Good Fortune. Gutes Schicksal, hier kommt Schicksal. Ein schicksalhaftes Geschenk soll hier von auf dich zukommen. Na, da wollen wir mal gespannt sein, was das ist, ne? Soll das etwa nur so eine kleine Nachricht sein? Das wird wohl nicht reichen. Es ist ein Schicksal, ja? Vielleicht ist dieser Mensch dir geschickt worden, ja? Es ist halt schicksalhaft, das ist einfach so. Es liegt da. Oh. Ein Feind. Ein Feind in deinem nahen Umfeld oder in seinem nahen Umfeld. Jemand beobachtet hier diese Geschichte. Jemand, der dir sehr nahe steht, kriegt hier vielleicht was spitz. Achtung, ne? Oh, da bist du wieder. Als junge Frau.
Stabilität. Soll ich euch mal was sagen? Die Karte hatte ich hier noch nie. Die ist mir noch nie rausgefallen. Ich glaube, das ist die Wiedergutmachung hier für die alte Dame hier oben, mein Schatz. Aber wie gesagt, wir sollten uns alle wünschen, diese alte, reife Dame zu werden, die schon ganz weise ist und ganz viel weiß. Und trotzdem sind wir wunderschön. Am schönsten ist natürlich, wenn wir in unserer weiblichen Energie sind und sind in uns drin, diese alte, weise Dame. Aber nach außen, ja, sind wir diese junge Dame. Obwohl, wie gesagt, ich freue mich schon, wenn Frau Toni langes, weißes Haar hat. Das darf gerne kommen. Also noch nicht jetzt, bitte. Aber es darf. So. Konzentrieren Sie sich. Ja, der, also, was soll ich sagen? Dieser Mensch muss aufwachen. Das Leben ist hier nicht nur Zuckerschlecken. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Hier hat sich jemand immer nur, ich nehme das so wahr, so oberflächlich so ein bisschen das vom Guten genommen halt. Ne? Und hier kommt jetzt halt einfach die Quittung. Er ist hier am Aufwachen. Ne? Und du bist weise geworden und sagst, boah, ich weiß es nicht. Das ist doch kindisch, wie der sich benimmt. Auch das, ah, das ist es. Da habe ich es. Da habe ich es. Schau mal, diese ganzen Aktionen, all das, was du erlebt hast mit ihm, ne? Oder mit ihr, ne? Dreht euch das. Das hat dich reifen lassen. Du bist erwachsen geworden, ja? Du bist eine reife Dame geworden, eine reife Frau, die natürlich von außen wunderschön und jung aussieht. Und guck mal, wovon du dich wegdrehst. Das ist ein kindisches Verhalten. Du sagst dir ganz klar, guck mal, da liegt es. Das war eine Illusion. Ich bin mir ganz sicher. Du gehst hier absolut in dein Vertrauen und sagst, so nicht. Entweder hier kommt was, ja, hier kommt was. Und wenn nichts kommt, guck mal, dann ist es einfach kindisch. Es kann sein, dass sich einige von euch hier sagen, es ist doch kindisch, dass ich hier in der Illusion festhänge. Das ist ein kindisches Verhalten. Ja, dann kommt er mal wieder, dann ist er mal wieder weg. Das ist kindisch. Das ist nichts für dich, ne? Du brauchst hier wirklich jemanden, der stabil ist, der lange dran bleibt an einer Verbindung. Auch dafür stehen also die 8 der Münzen, ein langer Weg, und die Karte, die Hochzeit. Ja, hier, du erwartest eigentlich von einem Mann, dass jemand wirklich auch alles für dich gibt, was du gegeben hast hier mit den 9 der Stäben, ne? Dass jemand dran bleibt und nicht vor, zurück. Du möchtest, dass jemand dran bleibt, dass jemand wertschätzend kommuniziert, dass sich jemand Mühe gibt, um diese Verbindung stabil aufzubauen. Und alles andere, guck mal, hier sind die 8 der Münzen. Das ist das, was du willst. Bei den 3 der Münzen, das ist dir zu wenig. Guck mal, das ist dir zu wenig. Spricht dir sehr, sehr klar hier halt. Ja, und da bist du. Das Sweetheart, da hast du aber auch den Brief in der Hand. Ne? Du weißt schon ganz genau, ich weiß schon, dass er mich will, aber will ich das noch? Also hier sind viele, viele Zeichen für mich in diesem Blättchen hier heute. Ja, du bist für diesen Mensch hier ein Geschenk, guck mal. Da steht er mit seinem Blümchen und du bist eigentlich mit der Vase zufrieden, sage ich mal. Du brauchst die Blumen nicht unbedingt, ne? Aber es ist eine schicksalhafte Verbindung und hier soll es einfach in eine Weiterentwicklung gehen. Du liegst ganz oben, also du bist für mich hier fein raus, ne? Aber er, etwas hat ihn hier so ein bisschen angetriggert. Um dich mache ich mir keine Sorgen. Wir dürfen hier gespannt sein auf diese Kommunikation. Also dem geht es hier nicht so. Ja, du müsstest vielleicht anhand seiner Kommunikation, falls der jetzt auf dich zukommt oder ihr so Larifari schreibt, ne, kann auch sein, schon merken, dass es dem nicht gut geht. Das ist daran vielleicht schon zu merken, ja, weil die Kommunikation ist so ein bisschen, Naja, in seinem nahen Umfeld ist hier jemand, mit dem er hier so ein bisschen Trouble hat. Sehr spannend. Meine Lieben, wir brechen das jetzt hier ab. Ich wünsche euch von ganzem Herzen einen ganz tollen Mittwoch. Eure Toni.